Boy Advent, Game Boy Adventskalender, Game Boy Advent, Game Boy Adventskalender. Ich bin ein wahnsinniger James Bond-Fan. Auch wenn mir klar ist, dass die meisten Bond-Filme absolut weit entfernt von Filmkunst sind, ist mir egal, ich bin halt einfach ein riesiger Fan, schon immer gewesen. Verklagt mich. Umso erstaunter war ich aber, als ich feststellen sollte, dass es ein James-Bond-Spiel für den Game Boy Classic gab. 1998 erschienen war es ein sehr später Titel der Ära und es schien eine Mischung aus Metal Gear Solid und Link's Awakening im James-Bond-Universum zu sein. Wie geil ist das denn? Um ehrlich zu sein, überhaupt nicht. Erstmals gespielt habe ich dieses Spiel vor ein paar Wochen und... Gott, was ist bloß los mit den Leuten, die dieses Spiel entwickelt haben? Aber okay, von vorne. Es geht darum, dass man als James Bond die Welt bereist, Gegenstände suchen und kombinieren muss, sowie im klassischen James Bond-Style per Nahkampf oder per Pistole Gegner erledigen muss. Soweit, so gut. Es gibt einerseits die offensichtlichen Probleme, wie die Musik, die ich nun austauschen werde. Besser. Ein weiteres offensichtliches Problem ist die Darstellung, die irgendwo zwischen Harvest Moon und Pokémon stehen geblieben ist. Für ein Gameboy-Spiel von 98 definitiv nicht mehr zeitgemäß. Die Steuerung ist hakelig, die Kampflogik nur wenig motivierend. Prinzipiell genügt es in den meisten Fällen, wild auf die Knöpfe einzuhämmern. Strategie ist fehl am Platz. Die Abwechslung hält sich trotz stringenter Story und wechselnden Locations in Grenzen. Das größte Problem ist aber, es ist einfach kein James-Bond-Spiel. Agent im Kreuzfeuer, Nightfire und so weiter haben vorgemacht, wie man im James-Bond-Spektrum eine gute Mischung aus Stealth-Shooter und Actionspiel machen kann, die wirklich den Stil des bekannten Bond-Kanons hat. Dieses Spiel wirkt mehr wie eine kleine parodierende James-Bond-Revue für Kinder. Wie wäre es denn mit einem Plattformer à la Karateka oder Prince of Persia gewesen? Oder ein Top-Down-Stealth-Actionspiel wie Metal Gear Solid? Eine Art Autorennspiel wäre doch auch schon genug gewesen. Aber sowas... Ja, auf dem Gameboy hat man so seine Grenzen, ich weiß, aber wenn man eine Vorlage nicht zumindest 80% zu einem Spiel adaptieren kann, dann macht man's ganz einfach nicht. Hey, wolltet ihr nicht schon immer mal sehen, wie Bond ein Bett nach Verbandskästen durchsucht? Oder wie er sich mit einem Schild vor Laserkanonen schützt? Oder wie James Bond gegen Sumo-Ringer kämpft? Ach, kommt schon! Der Mann mit dem goldenen Colt ist einer der Tiefpunkte der Serie. Moment, das da ist doch nicht wirklich Oddjob, oder? Und das hier soll Beißer sein? Moment, das muss ich nochmal sehen. Sehen Sie genau hin, das Fanherz des Dennis bricht genau, genau, ein Moment, jetzt. Meine Güte, das Spiel ist so schon maximal durchschnittlich, eher unterer Durchschnitt, aber wie man die Vorlage so derart verhunzen kann, ist mir unbegreiflich. Hätten sie es zum Beispiel Jimmy Gunn oder Johnny Spy genannt, dann wäre es als mittelmäßige Parodie durchgegangen. So bin ich nicht nur als Zocker enttäuscht, sondern vor allem auch als James Bond-Fan. Empfehlen kann ich dieses grausame Machwerk niemandem. Maximal, wenn jemand ein Let's Play mit haufenweise Steilvorlagen voll Lacher machen will. Wer hat es denn überhaupt gemacht? Sapphire heißen die... Was haben die denn sonst noch so gemacht? Ach Gott, nein! Ich geh das mal verdauen. Wir sehen uns übermorgen zur vorletzten Türe. In alter Frische. Nachdem ich mein Leben überdacht habe. Großer Gott, der Typ sah überhaupt nicht aus wie der Beißer. Und Oddjob hatte Dialog. Wie doof ist das denn? Mann!